Guten Tag, und hier spricht euer Peter Game auf dem Schiff von Avery. Und jetzt gucken wir mal, wie man hier irgendwo hier hochkommen zum Schatz oder wie es weitergeht. Ah, wo ist jetzt Sam? Sam! Sam! Und hier ist Lev. Hey, Nate. Wo ist Sam? Oh, er ist da. Sam! Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Bringen wir jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Rafe, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Ja, damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du sie aufzuhetzen, Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Rev hat ein Problem. Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine, hör auf! Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Das sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Genau. Was, sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus! Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst Fechten üben, wenn wir wieder draußen Nate, sind. Nate, halt die Klappe! Im Ernst, Drake, das ist Irrsinn, sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Verflucht! Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Ah, ah.
schon, Ray. Hör auf! Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Ray, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Aber du bist selber nichts. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden. Und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. So, jetzt kämpf mal ein bisschen. Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. So ist richtig. Komm schon, Nate. Halt, Ralf, halt einfach die Schnauze. Du weißt gar nichts über Sam und Nate. Nein, kommst du nicht. Jetzt kommen wir der Sache näher. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Alter. Kann dir auch wehtun, Leute. Könnte etwas nie tun. Komm schon, Legende. Ah, diesem Ohr, Schaden. Oh ne, auf mich. Jetzt ein bisschen problematisch, Leute. Ein bisschen nur, aber nur eine Kämpfe. Ah, der Bereich mit. Okay, da sind wir jetzt. Ach nee, dann müssen wir da aufpassen. Alter, ich wehr doch ab, Alter. Okay, da müssen wir irgendwie ihn unterbrechen, die Kampf.
Komm schon, Nate. Na los! Ah, Mann. Wir hätten fast Cut, wenn wir so frühzeitig auf Dreieck. Oh Mann, schon wieder ein Fehler. Alter, nervt es mich gerade ein bisschen. In dem Ding komme ich nicht weiter. Und in Kampf entkomme, habe ich drauf gedrückt, nur wollte dann. Ah, falsche Taste gedrückt. Ah, Mann. Falsche Taste gedrückt. Ah, Mann. Wieder Fang. Vorsichtig jetzt. Das ist der nächste Drake, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Ich hole jetzt meinen Bruder und dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef verbrennen willst, gern. Du hast mich. Da versteht sie. Weißt du was, Nate?
Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan Drake. Nathan! Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut! Ich... Hä, ich hab mir gefallen, was war denn das gerade? Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut! Ich will nichts hören. Ich habe schon immer alles auf einem... Und das war dein Fehler. Die Silbertablette serviert bekommen. Alles! Bis auf... Das habe ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz, Rafe? Er gehört dir. So, Rafe, jetzt kannst du deinen Schatz haben. Ihr wollt, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, Sander. Wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Nein, es muss einen Weg geben. Nathan, du musst hier weg. Was muss ich sagen? Du musst hier weg! Komm schon, Nathan. Ich muss wissen, dass du es geschafft hast. Der ganze Laden fliegt gleich in die Luft. Mann, gut, Sam, das war wichtig. Du bist absolut verrückt, Massaker. Beide sind verrückt, Leute. Aber die Nates waren ja immer verrückt. So einen Schatz zu suchen. Das ist unser Ausgang. Kramer sagt, das war ja. Müssen wir halt tauchen, Leute. Oh nein. Oh, schau, wir müssen uns beeilen. Ah, nicht aufhalten, Leute. Nicht aufhalten. Bist du okay? Hey.
Hey, Sully, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich hier. Oh Mann, wir haben's überlebt, diesen Abenteuer, Leute. Es ist nicht schlecht. Wir haben's überlebt, Leute. Und wir sind auch ein bisschen Legenden geworden, noch mehr Legende geworden, Leute. Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, geh mir genau. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab. Und hinterlässt kleine Hasenüberraschung überall auf dem Bett des Direktors eine Karte. Hey, was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, er war. Du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum geht's bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von Leere. Ja. Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält. Und was man loslässt. Tja. Ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine.